Thema war Sprachenvielfalt. Es geht darum, dass er die Sprache einer Heimat ist für jemanden, dass man aber durchaus die Sprache einer anderen Heimat hat, die sich in einem anderen Land lebt oder dass man auch vielleicht mit mehreren Sprachen aufwächst. Wir haben das Thema Integration, war natürlich das große Thema, was im Hintergrund war bei dieser Veranstaltung. Wir hatten mit Professor Wolf das Wuppertal, der hat deutlich gemacht, dass untersuchen, dass Mehrsprachigkeit eigentlich positiv ist, insgesamt für die kognitive Entwicklung, aber auch für das Sprachbewusstsein, dass wir diese Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit eigentlich immer mehr nutzen müssen. Dass wir Kinder in der Schule haben, die nicht nur mit einer Sprache aufwachsen, sondern eine Muttersprache mitbringen und dann Deutsch als zweite Sprache lernen, dass diese Mehrsprachigkeit eine Chance ist, die wir besser nutzen müssen. Und insgesamt geht es darum, dass die Schule insgesamt viel sprachsensibler wird, viel mehr darauf Rücksicht nimmt, was bringen die Kinder mit, was können sie schon in der deutschen Sprache, dass diese Deutschlernen als Bildungsfrage dann eine Aufgabe der gesamten Schule ist, nicht nur eines Faches, nicht nur eines einstündigen Kurses, sondern eigentlich in allen Fächern vermittelt werden muss. Dafür brauchen wir aber natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die dafür ausgebildet sind, sprachsensibel tatsächlich zu unterrichten. Wunderbar.